Seele, Geist und Körper. Das neue Buch beschäftigt sich mit dem Thema Seelenschutz. Zur Seele gehören der Geist und der physische Körper. Sie bilden eine Einheit. Auch Chakren und die Aura gehören zum Menschen. Das Energiefeld des Körpers, negative Energien und deren Wirkungen sowie die Übertragung positiver Energiefrequenzen von außen in die Seele sind ein wichtiges Thema für unseren Alltag. Gerade in unserer Zeit der Energieverschiebung, die jeder mittlerweile am eigenen Leib erlebt, ist es wichtig, unser Energiekostüm nicht nur sauber zu halten, sondern auch zu erweitern. Ziel dieses Buches ist, zu zeigen, wie das funktioniert und wie die Seele gestärkt und geschützt werden kann. Das Energiekostüm, die Aura, ist mit den Chakren verbunden, nimmt Energie von außen auf und verteilt sie im Körper und in der Seele. Die Aura schützt somit unsere Seele vor energetischen Angriffen. Die Chakren versorgen die Aura und auch den physischen Körper mit Energie. Man kann sie sich wie Strudel vorstellen. Neben dem Hauptsystem aus 7 Chakra, dem Wurzel, Sakral, Solarplexus, Herz, Hals, Stirn und Scheitel oder Kronenchakra, gibt es weitere Unterchakren. In ihrer Arbeit verwenden die meisten Heiler jedoch nur die 7 Hauptchakren, die stets aktiv sein sollten. Sind die Chakren blockiert, wird man krank. Die Chakren sind die Eintrittspforten für Energie und Lebenskraft in den spirituellen Körper. Sie versorgen ihn mit der lebenswichtigen kosmischen Energie und bilden Energiezentren, die verantwortlich nur für das Gleichgewicht von Körper, Geist und Seele sind. Die Chakren kontrollieren die Organe und führen ihnen Energie zu. Bei einer Fehlfunktion der Chakren werden die lebenswichtigen Organe sowie die Psyche energetisch nicht genügend versorgt und können somit erkranken. Die Chakren sind folglich für die ordnungsgemäße Funktion des Körpers verantwortlich. Sie sind zwar nicht sichtbar, man kann jedoch lernen, jedes Chakra zu spüren. Im Anschluss an die nun folgende detaillierte Beschreibung der 7 Hauptchakren finden Sie weitere unten 2 Übungen dazu. Wundern Sie sich nicht, dass die Farben der Chakren gesättigter geworden sind. Alle Chakren arbeiten sehr aktiv miteinander und tauschen mittlerweile ihre Farben aus. Dies ist jedoch eine subjektive Wahrnehmung. Daher finde ich persönlich die Farben der Chakren eher überbewertet. Wir kommen nun zum ersten Chakra, dem Wurzelchakra. Das erste Chakra ist die Stelle der Erdung und der Sicherheit. Dieses Chakra befindet sich auf Höhe des Steißbeines. Es ist rot-orange. Man nennt die Energie der Erdung auch Kundalini-Kraft. Die Füße dienen als zusätzliche Aufnahmestelle dieser Kraft. Sie gelten als Nebenchakra und sind braun. Die Kundalini-Kraft verteilt sich im Körper. Bei vielen Menschen schläft sie in der Wurzel. Bei anderen ist sie sehr aktiv. In der Wurzel hat auch das irdische Denken, in Klammern Karma, seinen Sitz. Das Wurzelchakra ist womöglich eines der wichtigsten Chakren überhaupt. Wie ein Baum eine Wurzel hat, hat ein Mensch,
das Wurzelchakra, das ihn festigt, nährt und erdet. Durch dieses Chakra empfängt er Energie von Mutter Erde und ist mit ihr verbunden. Ein aktives, gesundes Wurzelchakra zeigt einen dynamischen Menschen. Durch bestimmte Erlebnisse wie Trauer oder Verluste kann es zu Störungen im Wurzelbereich kommen. Das Wurzelchakra ist von allem, vor allem für Muskulatur, Knochen und Bindegewebe zuständig. Es sorgt für die körperliche Potenz. Wenn Ihr Wurzelchakra funktionsfähig ist, stehen Sie mit beiden Beinen fest im Leben und strahlen Kraft und Vitalität aus. Ihre Seele ist sicher und ruhig. Wenn das Wurzelchakra zu wenig Energie hat, hinterlassen Sie bei anderen Menschen keinen bleibenden Eindruck. Sie werden ignoriert oder übersehen. Sehr häufig ist das Wurzelchakra im Frühling nach einem langen Winter geschwächt. Dies lässt sich jedoch durch frische Kräuter und durch Sonnenbaden korrigieren. Achat, also ein Heilstein, in Verbindung mit rotem Jaspis und etwas Mais verhelfen zu guter Bodenhaftung. Legen Sie diese Steine und ein paar Maiskörner in einen Beutel aus Baumwolle und tragen Sie diesen bei sich. Im nächsten Video kommen wir zum zweiten Chakra, dem Sakralchakra.